es geht nicht. Man darf das Russland nicht nur aus Sicht Nawalnys und seiner Anhänger betrachten, sondern in die Breite gehen. Dann hätten wir Frau Baerbock als Außenministerin, dann würde das Verhältnis mit Russland sehr, sehr schwierig werden. Manchmal frage ich mich, ob manche Redakteure nicht zur Kriegspartei geworden sind. Die rufen, anders als die Politiker, an zum Krieg gegen Russland in Syrien und woanders. In der heutigen Ausgabe von Hacks und Heute sprechen wir mit Alexander Rahr. Er ist 1959 in Taipeh geboren, Osteuropa-Historiker, Politologe, Publizist. Er ist einer der führenden deutschen Russland-Experten, studierte Geschichte in München, war danach tätig für Radio Liberty, Radio Svoboda, dann auch eine langjährige Tätigkeit für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik von 2004 bis 2015. Saß er im Lenkungsausschuss des Petersburger Dialoges. Seit 2012 ist er Projektleiter beim Deutsch-Russischen Forum. Er ist Berater von Gazprom. Anderer Unternehmer hat in seiner Tätigkeit als Russlandsexperte auch die Bundesregierung beraten, kann auf über 300 Reisen nach Russland seit dem Mauerfall zurückblicken, ist häufig im Fernsehen, sowohl im Deutschen als auch im Russischen, Träger des Bundesverdienstkreuzes und des Russischen Freundschaftsordens und heute unser Gesprächspartner. Schönen guten Tag, Herr Rahr. Ich freue mich auf unser Gespräch heute. Vielen Dank. Sie sind ein ausgewiesener Russland-Experte, vielen sicherlich auch als solcher bekannt. Deswegen eine ganz globale Frage am Anfang. Die deutsch-russischen, europäisch-russischen Beziehungen sind in unseren Tagen so schlecht wie lange nicht mehr. Wie schauen Sie auf diese Beziehung? Stand heute. Naja, wir sind kurz davor, möglicherweise in einen neuen Kalten Krieg einzutreten. Allerdings kann ich mich auch als Kind des Kalten Krieges nicht daran erinnern, dass die Rhetorik in den Auseinandersetzungen zwischen dem Westen und Russland so hart geführt worden wäre wie jetzt. Dafür gibt es bestimmte Gründe, über die wir natürlich intensiv reden werden jetzt. Ich finde, was völlig fehlt, ist ein Versuch einer Entspannungspolitik. Die haben wir in den Jahren des Kalten Kriegs immer wieder gehabt, und zwar erfolgreich. Wir haben keine Abrüstungspolitik zwischen Amerikanern und Russen, was mich auch eigentlich sehr irritiert. Und wir haben eigentlich kaum wirkliche Völkerverständigung zwischen uns und den Russen. Auch der Petersburger Dialog, der entwickelt sich zwar irgendwie weiter, aber mit großen Schwierigkeiten. Wir haben und sehen einen massiven Zusammenbruch der wirtschaftlichen Kooperation, was wir im Kalten Krieg nicht gesehen haben. Da ging es trotz Kalten Krieg, trotz Auseinandersetzungen immer wieder doch darum, wichtige Wirtschaftsprojekte am Leben zu lassen. Wir haben eine Front von Staaten im Westen, die Russland Richtung Asien abschieben wollen und mit Russland kein gemeinsames europäisches Haus aufbauen wollen. Wir haben es mit einem Russland zu tun, das westliche Werte negiert, ignoriert, sie für Russland nicht annehmen möchte, was auch der Grund oder vielleicht der Hauptgrund dieses jetzigen Konflikts ist. Kurzum, wir haben einen Wertekonflikt, der ist aber sehr entscheidend, der ist massiv, der ist sehr gefährlich und keinen geopolitischen Konflikt wie im Kalten Krieg. Sie haben gerade eben gesagt, wir haben einen Wertekonflikt. Jetzt gibt es natürlich gewisse, sagen wir mal, unveräußerliche Werte, die eigentlich weltweit anerkannt werden müssten, wenn man irgendwie im internationalen Rahmen ins Gespräch kommt. Oder wer sagt auch mit, also es gibt schon gewisse Werte, die, sagen wir mal, in gewisser Weise unveräußerlich sind. Und wenn man in der europäischen öffentlichen Meinung sich umtut, da wird natürlich sehr schnell kommt man natürlich sehr schnell auf Dinge, die eben von Russland ausgehen und als Aggression angesehen werden können. Stichworte, eben Mordanschläge. Es gibt ja irgendwelche Anschläge hier in Europa. Es gibt den Konflikt in der Ostukraine, an dem Russland ja nicht ganz unschuldig ist. Es gibt Hackerangriffe, es gibt Einflussnahme auf Wahlen und so weiter und so fort. Also
es macht nicht den Eindruck, als würde Russland hier zu einer Entspannung finden wollen, oder? Naja gut, so kann man das vom Westen her sehen, so wird das auch interpretiert. Ständige russische Hackerangriffe, russische Versuche, die westliche Gesellschaft zu spalten. Bloß, sage ich mal, im Cyberspace sind alle Seiten schuld. Erinnern wir uns, die Amerikaner haben als Erste begonnen, damals auch das Handy von der deutschen Bundeskanzlerin auszuspionieren. Und die Hackerangriffe hat ja auch nicht Russland erfunden. Die kommen von überall. Ich glaube, das ist bedauerlicherweise Teil unserer heutigen Welt, unserer Realität, dass man anders als früher, wo man vielleicht mehr mit Spionage gearbeitet hat, Agenten irgendwo hingeschickt hat, heute mit Leichtigkeit sich in Computer anderer Länder einloggen kann, um dort Materialien und bestimmtes Wissen zu stehlen. Aber ich muss sagen, dasselbe tut der Westen. In Russland ja auch, bloß wenn die Russen dagegen opponieren, dann kommt es in den westlichen Medien so nicht darüber. Also ich nehme da Russland nicht die Schuld weg. Sie sind bestimmt keine Unschuldslämmer auf diesem Gebiet. Aber man muss das, die Kirche auch im Dorf lassen. Und was die Streitigkeiten bei Werten angeht, so ist das Problem halt, dass der Westen, der aufklärerische Westen, behauptet und sagt, dass er die Regeln der Weltpolitik bestimmt. Dass diese Regeln, die natürlich im Westen entwickelt worden sind durch die Aufklärung in Europa, auf die ganze Welt umgestülpt werden müssen. Die Russen und die Chinesen, andere Länder haben mitgemacht. Nach dem Fall des Kommunismus, wollten vom Westen auch profitieren, wollten lernen, waren auch nicht dagegen, ein gemeinsames System mit dem Westen aufzubauen. Bloß jetzt ist die Zeit eine andere. Und es gibt jetzt einen Übergang von einer westlichen Welt in eine polyzentristische Welt, wo die Chinesen, wo die Russen, wo die Inder, wo die Brasilianer, wo große Teile Afrikas ihre eigenen Ideologien, ihre eigenen Wertvorstellungen entwickeln werden, die nicht konform gehen werden mit denen der westlichen Aufklärung. Und das ist eigentlich das Problem. Wir im Westen wollen das nicht wahrhaben. Wir sehen das als feindlichen Akt an, wenn man die westlichen Werte negiert. Und die Russen sagen, wir lassen uns aber nicht auf die Schulbank drücken und eure Westliche werden erlernen. Wir haben unsere eigenen. Aber trotzdem hat ja Russland sich, beziehungsweise die Sowjetunion damals ja noch, mit der Charta von Paris eben zu gemeinsamen Werten bekannt. Da kann man ja nicht einfach sagen, das ist nicht so. Doch. Die Russen sagen, dass sie an diese Charta von Paris keine Erinnerung mehr haben. Das hätte der Jelzin unterschrieben. Das hätten die Russen damals übrigens auch unter Gorbatschow noch. Der Jelzin hat sie ja nicht unterschrieben. Der hat sie nachher noch befolgt, theoretisch. Aber Gorbatschow hätte sie unterschrieben, weil er keine andere Wahl hätte. Wenn er damals die ganzen Verträge, die der Westen der kaputtgehenden, der zerfallenen Sowjetunion vorgelegte, nicht unterschrieben hätte, hätte er keine Kredite bekommen, keine Hilfe aus dem Westen. Wäre Russland in einer Schwächephase noch weiter, sagen wir mal, degradiert. Und so hat man das gemacht, um natürlich auch vielleicht zu versuchen, mit dem Westen ein gemeinsames zivilisatorisches System in Europa aufzubauen, ein gemeinsames europäisches Haus. Aber ob es den Russen so um diese Werte ging, die der Westen als sehr wichtig erachtet, wage ich zu bezweifeln, weil es in Russland damals noch keine Demokratie gegeben hat. Wir reden über das Ende der Sowjetunion, keine demokratischen Institutionen. Die Bevölkerung war in diesen westlichen Werten, in den Aufklärungswerten ja gar nicht groß geworden, eher mit anderen Traditionen. So gesehen war diese Unterschrift, die Russland und damals andere Länder gemacht haben unter der Pariser Charta, eher eine Kapitulation vor dem Westen. Im Spiegel im letzten Jahr konnte man lesen, eine Rückkehr zur konstruktiven Zusammenarbeit mit der russischen Führung scheitert nicht am Westen, sondern weil Wladimir Putin offenkundig kein Interesse daran hat. Nein, Putin hat Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Westen, aber will einen Interessensausgleich. Er hatte ja sogar viel Konkreteres vor mit dem Westen als Jelzin. Jelzin war froh um jeden Kredit, den er aus dem Westen bekam. Und auch Gorbatschow bettelte um Geld. Natürlich wollte man auch westliche Investoren im Lande haben, aber die gingen in den 90er Jahren nicht so gern nach Russland. Russland war damals hochkriminell, korrupt und unberechenbar. Unter Putin hat sich das gewandelt, da kam eine gewisse Stabilität auf und diese Stabilität half auch den Russen, eine konstruktivere Westpolitik zu konzipieren. Und die ging dann sogar so weit, dass Putin sich vorstellen konnte, jedenfalls hat er das gegenüber Schröder und Chirac immer wieder gesagt, auch mal der NATO beizutreten oder mit der Europäischen Union eine Assoziierung zu verwirklichen.
was Russland an den Westen angenähert hätte. Aber letztendlich will Russland, und das ist heute Fakt, nicht Teil des Westens werden, aber es will ein gemeinsames Europa haben. Russland will Mitsprache in Europa haben, das ist wichtig. Aber Russland will eigene Interessen in Europa auch verwirklichen sehen, nicht nur die Interessen des Westens. Und das ist der Konflikt, weil wir im Westen in vielerlei Hinsicht den russischen Interessen sehr fremd gegenüberstehen, sie nicht verstehen wollen und sagen, die Russen haben eigentlich den Kalten Krieg verloren, sie können jetzt nicht mit Forderungen zu uns kommen, sie müssen uns nicht entweder an die Demokratie und an die liberalen Werte des Wertesystems des Westens halten oder nach Asien abdriften, dann interessieren sie uns nicht. Na gut, also wenn aber jetzt dieser historische Tiefstand der europäisch-russischen, der deutsch-russischen Beziehung nicht an den Russen liegt, an wem liegt es denn dann? Nee, nageln Sie mich nicht fest. Ich sage nicht, dass hier die Schuldfrage jetzt geklärt wird. Die Russen haben ja auch Schuld. Was ich versuche Ihnen zu erklären, ist die russische Haltung dazu. Und die westliche Haltung müsste meiner Meinung nach sein, weniger über Werte zu reden, weil man diese westlichen Werte eben nicht über die russische Gesellschaft, über das russische Land, so auch über China draufstülpen kann. Man muss sich verständigen, man muss auch vielleicht über Werte reden, sicherlich. Man muss gemeinsame Werte versuchen auszuleben, sicherlich. Vor allen Dingen die christlichen, traditionellen Werte Europas sind natürlich für Russland auch sehr wichtig. Ob die Russen jedem Schritt des Westens Richtung Postmodernismus, Genderismus und so weiter folgen können, ist eine Frage, die sie den Russen vielleicht stellen. Die werden abstreiten, dass das für die in Frage kommt. Aber was für mich viel wichtiger ist, denke ich, dass man, um den Frieden in Europa zu erhalten, um doch konstruktiv zusammenzuarbeiten, um eine gemeinsame, multipolare Weltordnung zu erschaffen, die kommen wird, es geht kein Weg dran vorbei, dass wir hier stärker auf gemeinsame Interessen eingehen und Kompromisse suchen, Entspannung suchen, gegenseitig vielleicht auch unterstützen, irgendwo auch uns unterschiedlich sehen, aber dennoch versuchen, ein gemeinsames Haus aufzubauen, Europa. Mit alle leben unter einem Dach, in verschiedenen Wohnungen. Und nachher, wenn nachts ist, kann man die Türen und die Fenster schließen und jeder schaut sein eigenes Fernsehprogramm. Aber man lebt im ganzen Haus friedlich. Das ist die Idealvorstellung. Okay, Sie haben jetzt in diesen Tagen ein Buch vorgelegt, das heißt Anmaßung und beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Sicht von Russen auf Deutschland, mit der russischen Sicht auf Deutschland. Es gibt natürlich andersrum auch die deutsche Sicht auf Russland. Und in dieser deutschen Sicht auf Russland spielen, denke ich mal, in den letzten Jahren zwei Themen eine ganz wichtige, wenn nicht vielleicht sogar die wichtige Rolle. Das sind Nawalny und die Ukraine. Wie schauen denn die Russen auf Nawalny? Ja, zunächst einmal sagen die Russen, habt ihr nichts Besseres zu tun, als mit uns nur über Nawalny zu reden. Wegen Nawalny die Beziehung zu Russland praktisch auf Eis zu legen, das halten die Russen für hirnrissig. Und sie verstehen das auch nicht, wie sowas überhaupt passieren kann. Aber erklären Sie das einem Deutschen, der sagt, natürlich brechen die Russen Menschenrechte und wir können mit einem Russland nicht zusammenarbeiten, das diese Werte negiert, das ihren Oppositionellen einsperrt. Das ist das völlige Missverständnis, Unverständnis. Und das wird auch weitergehen, sage ich Ihnen. Das wird noch ganz schwierig werden in den nächsten Jahren, weil wir diese Menschenrechtsfrage im Vordergrund haben, die Wertefragen und die Russen rein Interessensfragen. Aber darüber haben wir eben schon gesprochen. Was die Ukraine angeht, so haben wir hier völlig unterschiedliche Sichtweisen. Ich glaube nicht, dass die Russen territoriale Interessen an der Ukraine gehabt haben vor 2014. Sie haben sich die Krim zurückgeholt, weil sie gedacht haben oder Angst bekommen haben, Angst vielleicht das falsche Wort, aber den Verdacht hatten, dass die Ukraine unter der neuen Führung, die über einen Staatsstreich, Janukowitsch wurde verjagt, der prorussische Präsident, es kam eine absolut prowestliche Regierung an die Macht über einen Putsch, die gesagt hat, wir wollen von heute auf morgen in die NATO eintreten. Und das hätte bedeutet, dass die Russen ihre Schwarzmeerflotte von der Krim hätten abziehen müssen. Unter riesigem Druck des Westens und Amerikaner vielleicht auf der Krim gelandet wären. Das war die russische Sichtweise damals. Um das zu stoppen, um das auf jeden Fall zu verhindern, auch das Denken dieses Hinrichs zu verhindern, hat man sich gleich die ganze Krim zurückgeholt. Unter anderem aber unter großem Beifall der dort lebenden Bevölkerung, die nie ukrainisch geworden ist in den Jahren der Ukraine. Vielleicht kommen wir, ich würde gleich noch gerne über die Ukraine noch zwei, drei Sätze sagen, beziehungsweise von Ihnen hören, aber würde vorher trotzdem noch mal zu Nawalny zurückkommen. Gerne. Also noch mal wirklich zu der Frage, wie sehen die Russen
Ihren Nawalny. Man sieht viele Proteste, es gehen Zehntausende auf die Straße, einer für alle, alle für einen und so weiter und so fort. Das sind Stichworte, die bei uns in den Medien fallen. Wie sehen denn die Russen die Proteste? Naja, Sie sagen das schon richtig. Es gehen Tausende, vielleicht Zehntausende würden, wenn diese Verbote gelockert werden würden, für Nawalny auf die Straße. Nawalny hat Unterstützung in Russland, aber die ist nicht größer als 10, vielleicht 15%. Muss man auch sagen. Die unabhängigen Umfragen zeugen davon, dass Politiker wie Putin, sogar Zhirinowski, populärer sind als Nawalny in Russland. Das stößt natürlich im Westen auf Unverständnis, auf taube Ohren, aber es ist so. Und ich sage nochmal, vor allen Dingen die junge Generation will in einem anderen Russland vielleicht leben, in einem offeneren, vielleicht weltoffeneren, vielleicht einem rechtsstaatlicheren Russland. Und Nawalny steht natürlich für den Kampf gegen die Korruption, gegen die Obrigkeit und deshalb wird er unterstützt in Russland. Aber die große Masse der Russen, und auf die muss man ja auch schauen, ja, sagt sich, mit dem haben wir kein Mitleid. Der arbeitet mit westlichen Geheimdiensten zusammen, der arbeitet mit dem Westen zusammen, der ist vom Westen vorgeschickt worden, um uns zu schaden. Und dann negiert man, dann isoliert man, dann nimmt man absolut nicht mehr wahr, dass der Mann natürlich in Russland vergiftet worden ist, höchstwahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dann interessiert die Massen in Russland nicht mehr, warum das passiert ist, wer dahinter steckt, sondern man sieht nur, dass der Westen über Nawalny das Land angreift. Und dann kommt die patriotische Ader hoch, man versammelt sich und um die Regierung herum, unterstützt die eigenen, das eigene Staatsdenken, den eigenen Apparat und das eigene Staatswesen gegen den Westen. Und da ist man sehr schnell wieder in diesem Schwarz-Weiß-Denken. Und das ist nicht die russische Propaganda, die das hingekriegt hat, sondern das ist der russische Menschenschlag. Das sind die Menschen, die so denken. Auch der Vergleich hinkt natürlich und ist auch sehr gefährlich. Aber auch andere, sozusagen Möchte-Eroberer. Ich will nicht über Hitler jetzt reden, das ist ein ganz Sonderfall, aber mit seiner untermenschlichen Politik. Aber auch da haben gewisse Kräfte im Westen gedacht, man kann Russland sehr schnell erobern, weil die Menschen gegen Stalin sind und alle überlaufen werden. Napoleon hat auch so gedacht, als er nach Russland gegangen ist und gedacht hat, das sind ja alles Leibeigene dort drüben, die werden, wenn ich mit meinem Rechtskodex komme, mit meiner Idee der französischen Revolution, der brüderlichen Gerechtigkeit, werden sie alle zu mir überlaufen. Wir kennen das Resultat und so wird es auch jetzt sein. Das versteht der Westen an Russland nicht. Dass in dieser Situation, in der sie so aufgewühlt ist, wenn sie sich so zuspitzt, wo es so einen Konflikt gibt, wo die Menschen entscheiden müssen, bin ich mit meinem Land, mit meinem Staat, mit meiner Nation oder doch mit westlichen Idealen, sie sich absolut für das Erste entscheiden. Dann fragen wir mal den Russland-Experten, der vor uns sitzt. Nawalny ist vergiftet worden. Nawalny hat mit Sicherheit sich diese Vergiftung auch nicht selber beigebracht. Wer war es? Naja, offensichtlich. Also Nawalny sagt, Putin war es. Also ich glaube nicht, dass Putin den Nawalny vergiftet hat, sonst hätte er ihn A nicht nach Deutschland sehr schnell wieder rausgelassen. Wir müssen ja die Fakten ja auch betrachten. Zweitens ist es ja auch so, wir sehen doch, dass der Nawalny dem Putin nicht gefährlich wird. So wie die Bevölkerung ihn jetzt sieht, hätte sie ihn auch vor der Vergiftung oder sagen wir mal im letzten Jahr gesehen. Nein, ich könnte mir vorstellen, dass Nawalny, und das sage ich auch in mehreren Interviews immer wieder, einfach mit seiner Antikorruptionskampagne, mit seinen Recherchen, hat ja ein Millionenpublikum wieder erreicht, sehr viele Menschen angesprochen hat, die in ihm sozusagen den Kämpfer gegen die Korruption gesehen haben. Und er hat auch gewisse Dinge aufgebracht, die vielleicht manchen Oligarchen in Russland nicht nur ein Dorn im Auge waren, sondern karrieregefährdend waren. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass aus dieser Ecke ein Anschlag gegen ihn kam. Jetzt sagen aber unsere Dienste und auch unsere Politik, Novichok, das ist so ein Nervenkampfstoff, den kann eigentlich nur ein Staat herstellen. Ja, aber dem widerspreche ich. Nicht ich selbst, sondern auch Experten. Ein Novichok, den gab es in der Sowjetunion, nur die Sowjetunion hat diesen Kampfstoff hergestellt. Aber nach dem Zerfall der Sowjetunion, es gab zum Beispiel eine der größten Chemie-Waffenfabriken in Usbekistan, ist dieses Wissen natürlich auch anderen Geheimdiensten, westlichen Geheimdiensten und amerikanischen, britischen zur Verfügung gestellt worden. Also Novichok lässt sich heute
auch in den Laboratorien des Westens herstellen. Muss man objektiv sagen, also der Fingerzeig nur Richtung Russland ist falsch. Okay, Nawalny tritt gegen Putin auf, ist sehr beliebt, hat den Film über den Palast von Putin gemacht und so weiter und so fort, ist hier bei uns in den Medien sehr präsent und stößt damit auf, ja, sagen wir mal vorsichtig, Widerstand bei den Machteliten in Russland. Provoziert Nawalny? Ja, natürlich. Und jetzt verstehen Sie mich richtig. Ich bin ein humanistischer Mensch. Und ich sympathisiere natürlich mit vielem, was der, mit vielem, nicht mit allem, was der Nawalny natürlich gemacht hat in der Antikorruptionskampagne. Jemand muss ja bestimmte Missstände in Russland aufdecken. Wenn das die Medien nicht tun, dann bitteschön der Blogger. Also hier genießt Nawalny meine Sympathien und mein Verständnis. Aber ich glaube, aus russischer Perspektive ist er natürlich sehr weit gegangen, zu weit gegangen. Nachdem er vergiftet worden ist, in Deutschland im Charité-Krankenhaus gesund gepflegt worden ist, hat man doch erwarten können, dass der Mann sich mal für 2 Monate zurückzieht in eine Schwarzwaldklinik und sich auf Kosten natürlich des deutschen Gastgebers richtig erholt und dann zurück nach Russland fährt, um seine Arbeit aufzunehmen. Aber er hat natürlich 2 oder 3 Filme gedreht, die es in sich hatten. Und das sind nicht so einfache Antikorruptionsfilme gewesen, sondern er hat praktisch einen direkten Frontalangriff gegen Putin gestartet. Aus russischem Verständnis war das ein Aufruf zum Putsch, zum Aufruhr in Russland. Leute sollten auf die Straße gehen, gegen Putin massiv demonstrieren. Dabei hat Nawalny klar erklärt, dass Putin sein Feind ist, dass er Präsident werden will in Russland. Und gesehen hat, damit hat er natürlich, na gut, aus westlicher Sicht jetzt nicht recht gebrochen, aber aus russischer Sicht die Macht massiv herausgefordert, wie es keiner in den 20 Jahren Putin-Herrschaft so gemacht hat. Die Frage ist, darf er das nicht? Nach demokratischen Gesichtspunkten darf er das wahrscheinlich. Aber er hat natürlich auch alle möglichen roten Linien, die es natürlich noch in Russland gibt, in dieser Hinsicht überschritten. Und vor allen Dingen eins, der hat die Macht herausgefordert. Und deshalb ist mit ihm das passiert, was jetzt passiert ist. Also darf man in Russland die Macht nicht herausfordern? Nein. Ja, fragen Sie mich, ich als westlicher Demokrat würde ich sagen, natürlich muss man sich herausfordern können. Und zwar über Wahlen, über Oppositionsarbeit. Das macht ja im Prinzip auch weniger Zhirinowski, der mit der Macht in vielerlei Hinsicht einverstanden ist, sympathisiert. Aber zum Beispiel ein Mann wie Jawlinski mit Jabloka, der immer wieder eine Chance sucht, über die demokratische Bewegung zu stärken. Es gab ja auch andere demokratische Parteien, die es gibt. Die müssen aber im Rahmen der Gesetze, die es in Russland gibt, versuchen, an die Macht zu kommen. Und das gelingt ja auch. Das gelingt ja auch, schauen Sie, wie viele Oppositionelle in den kommunalen und in Landesparlamenten auf regionaler Ebene tatsächlich auch sitzen. Es gibt ja auch nicht nur ein Staatsfernsehen, es gibt auch die oppositionellen Medien. Aber die werden jetzt natürlich gerade im Zuge dieser Causa Nawalny jetzt natürlich an die Kandare gelegt. Und sie werden ihre Möglichkeiten beraubt. Aber sagen wir mal, in Russland kannst du nur an die Macht kommen, sagen wir mal. Ich rede jetzt als Historiker, nicht als Politologe. Wenn man sich sozusagen entweder einen Nimbus als Märtyrer anlegt, wie das Jelzin gemacht hat 1990, als er sich, nachdem Gorbatschow ihn aus dem Politbüro verjagt hat, die Adern aufgeschnitten hat, fast Selbstmord betrieben hat, damit Mitleid in der Bevölkerung auch erregt hat und nachher demonstrativ aus der KPdSU ausgetreten ist, um damals auch Russland aus der Sowjetunion herauszuführen. Das war ein historischer Moment, den Jelzin damals benutzt hat, um an die Macht zu kommen, gegen alle Regeln, die damals existiert hat, durch eine Revolution mit der Axt und nicht mit dem Gesetz. Er hat es geschafft, hat viel Applaus bekommen, dafür auch in Russland, ist 10 Jahre auch an der Macht geblieben. Ich glaube, dass Nawalny für sich nur die eine Chance sieht, tatsächlich an die Macht zu kommen. Er will ja nicht Oppositionsführer sein, er will an die Macht. Das kann er nur, indem er eine Art zweiter Jelzin wird,
diesen Weg geht, den Jelzin gegangen ist. Aber damals bricht er russisches Recht, russische Regeln und setzt sich natürlich der Gefahr aus, dass er zum Hauptfeind der Regierung oder Mächtigen wird. Kommen wir zu dem zweiten Punkt, den wir eben schon mal angesprochen haben, Thema Ukraine. Das spielt bei uns ja auch eine zentrale Rolle in der Wahrnehmung Russlands in unserer heutigen Zeit, in unseren Tagen. Es gab groß angelegte Militärmanöver vor wenigen Tagen, Wochen an der Grenze zur Ukraine. Es gibt natürlich das Thema Krim, es gibt die Einflussnahme, es gibt die Ostukraine, Donetsk, Lugansk und so weiter und so fort. Wie schauen denn die Russen, der einfache Mann auf der Straße, auf die Ukraine von heute? Hier müssen wir ein bisschen konkreter werden. Ich glaube, dass die meisten Russen, erlauben Sie mir diese Antwort als Historiker zu geben, die Ukraine als Brudervolk sehen. Als Brudervolk, mit dem man eigentlich jahrhundertelang in einem Staat, in einem Staatswesen, in einem Reich zusammengelebt hat. Und ich denke, dass die Ostukrainer auch ein ähnliches Gefühl gegenüber den Russen verspüren. Also diese kulturelle und diese zivilisatorische und vor allen Dingen auch die geistige Nähe. Das Problem ist, in diesem Bruderzwist, in Anführungszeichen, oder in diesem Konflikt zweier slawischer Nationen, weil die Ukraine ist natürlich seit 30 Jahren auch eine Art Nation, muss man in Russland natürlich auch akzeptieren. Das Problem ist die Westukraine. Die Westukraine, wenn Sie historisch den Werdegang dieses Territoriums oder dieser Bevölkerung, die dort lebt, genau unter die Lupe nehmen, so war das immer Opfer, sagen wir mal, feindlicher Übergriffe gewesen. Oder, sagen wir mal, es war ein Volk, das sich nie wirklich aufraffen konnte, nie das historische Glück gehabt hat, in einem eigenen Staat zu leben. Mal war es Teil Österreichs, mal Teil Polens, mal Teil Russlands gewesen. Stalin hat es im Hitler-Stalin-Pakt zurückgeholt. Eine Bevölkerung, die seitdem, praktisch seit 1939, die Sowjetunion als den größten Feind ansieht, noch größtenteils als Hitler im Krieg gesehen hat. Also diese Bevölkerungsteile und deren Eliten haben es geschafft, natürlich über die Jahre hinweg natürlich ihre Identität zu wahren, ihre Kultur zu fahren. Aber diese Kultur und ihre Identität ist gegen den Hauptaggressor aus ihrer Sicht gerichtet. Das sind heute nicht mehr die Polen, wie es früher gewesen ist, sondern die Russen. Das östliche sogenannte Brudervolk. Und als die Ukraine auseinanderfiel, als die Sowjetunion auseinanderfiel und die Ukraine unabhängig wurde, haben die Ukraine sowohl Glück als auch Pech gehabt. Das Glück war, dass sie das riesige Territorium bekommen haben, die damalige Sowjetrepublik Ukraine, wo nicht alleine die Westukrainer gelebt haben, die wirkliche Ukrainer waren, sondern ein großer Teil der Ostukraine, die von Russen besiedelt waren, ukrainisierte Russen, Russen, die eben administrativ in dem Verband der ukrainischen Sowjetrepublik gelebt haben. Aber damals haben diese Grenzen überhaupt keine Rolle gespielt, ja, weil die Sowjetunion ein Einheitsstaat gewesen ist. Aber diese in der Ostukraine lebenden Russen wurden zu Ukrainern. Sie haben ukrainische Pässe aufgenommen, sie mussten sich mit der Ukraine identifizieren und sie wurden immer wieder gezwungen, jetzt Ukrainisch zu lernen, bis heute. Und die russische Sprache eigentlich fast zu vergessen und sie nicht mehr anzuwenden. Und das hat natürlich auch in der Ukraine zum Aufruhr geführt, zu Missfallen an Kiew, zu Turbulenzen. Die Ukraine ist ein Staat, der heute weiterhin zweigespalten hat, besteht aus zwei Nationen. Also dieser echten ukrainischen, die im Westen lebt, die heute in Kiew das Sagen hat, die Eliten sind eben ukrainisch. Und einem großen Teil der Ostukraine, wo die Menschen sich weiter zugehörig zu einer russischen Kultur fühlen. Ohne jetzt die viel zitierte Glaskugel bemühen zu wollen, wir sind keine Propheten und wissen natürlich, dass wir nicht in die Zukunft gucken können, würde ich aber trotzdem Sie gerne fragen oder von Ihnen gerne wissen wollen, was denken Sie, wo geht es hin mit der Ukraine? Wenn ich das einfach außerhalb der politischen Correctness sagen kann, sonst sollte man solche Interviews ja auch nicht führen, so glaube ich, dass langfristig die Ukraine nur überleben kann, wenn sie eine Föderation wird. Also wenn der Osten des Landes seine eigene Identität innerhalb einer ukrainischen Föderation wahrnehmen kann und durchleben kann, wo Russisch gesprochen wird, wo sich das Land wirtschaftlich an Russland weiterhin orientiert, während die Westukraine natürlich immer weiter von Russland abdriften wird,
auch von der Eurasischen Union nichts wissen wird, sondern seine Wurzeln, seinen Anker in der NATO, in der Europäischen Union werfen wird. Ob das funktionieren wird, weiß ich nicht. So gesehen kann es zu einer Spaltung kommen in zwei Ukraines, in ein eben sehr ukrainisches und in einen Teil der Ukraine, das vielleicht so dann aussehen wird wie das heutige Belarus mit großen kulturellen Beziehungen zu Russland, auch politischer Art, vielleicht auch militärischer Art. Natürlich kann man versuchen, die Ukraine in die NATO zu holen und von westlicher Seite alles zu tun, damit die Ukraine ein starker Zentralstaat werden wird, wie Polen zum Beispiel. Das ist auch eine Option, aber sie wird schwierig werden, weil sie wird dann gegen die Ostukraine und auch gegen den russischen Einfluss vonstatten gehen müssen. Das wird aber zu weiteren Konflikten, zu ständigen Rebereien mit Russland führen, die vielleicht noch schlimmer werden können als das, was wir heute im Donbass erleben. Das heißt also, letzten Endes ist auf absehbare Zeit eigentlich keine Stabilisierung in der Ukraine in Sicht, wenn ich Sie richtig verstehe. Doch, eine Stabilisierung auf der Basis einer Föderalisierung. Ich finde, nur damit man mich richtig versteht, ich sympathisiere mit der Ukraine, es ist ein Land, das 1991 eben auf der europäischen Karte entstanden ist, ein Riesenland mit einer sehr sympathischen Bevölkerung. Sie haben es geschafft, in 30 Jahren eine eigene Kultur, eine eigene politische Formation zu gründen, auch eine Nation, wenn man so sagen will. Auch die Ostukrainer sind ja keine richtigen Russen mehr. Sie wollen ja in der Ukraine leben, sonst hätten sie sich schon längst abgespalten. Damals, als 2014 sich Teile des Donbass abgespalten haben. Viele Ukrainer wollen ukrainisch bleiben, aber sie wollen die Nähe zu Russland. Aber was wichtig ist für deine Stabilität, ist, dass der Westen und Russland, aber ich betone der Westen zuerst und Russland, keinen Fehler machen, wie man das 2014 gemacht hat, als während dieser Unruhen in der Ukraine, wo ein Teil der Bevölkerung nach Westen wollte und ein anderer Teil nach Russland, man die Ukraine vor die Wahl stellte, entweder macht jetzt das eine, ihr geht Richtung Westen, unterschreibt die Assoziierung mit der Europäischen Union und werdet irgendwann mal Mitglied der NATO, das hat man nicht offiziell gesagt, aber im Prinzip hat man das irgendwie auch konzipiert, weg von Russland, damit Russland mit der Ukraine niemals mehr Imperium werden kann. Das ist die westliche Denke. Und die Russen haben gesagt, nein, die Ukraine soll sich Richtung Eurasische Union orientieren und nicht Richtung EU und NATO. Man hätte doch in dieser Situation sich einigen müssen, dass die Ukraine neutral bleibt, der NATO nicht beitritt. Aber sowohl mit der EU als auch mit der Eurasischen Wirtschaftsunion Kontakte aufnehmen, Beziehungen aufnehmen, zum eigenen Vorteil. Das hätte man machen können, obwohl man im Westen wieder gesagt hat, das gibt das Recht nicht her. Das geht nicht. Wenn die Ukraine an die Europäische Union angebunden sein wird, dann kann sie nicht mit der Eurasischen Union kooperieren. Quatsch! Natürlich hätte man diese Juristereien in diesem Fall vergessen müssen und für die Menschen, für das Land, für die Stabilität in Europa einen Weg finden müssen, wo beides gegangen wäre. Jetzt ist die Ukraine aber in der Lage, in der sie ist. Das ist relativ instabil. Es gibt eben die kriegerische Auseinandersetzung im Osten der Ukraine und letzten Endes hat sich, sagen wir mal, von 2014 bis heute an betrachtet, die Ukraine ja wenig voranentwickelt. Hat Putin sein Ziel erreicht, dadurch, dass er sich die Krim genommen und in die Ostukraine eingefallen ist? Putin hat sein Ziel erreicht, indem er die Ukraine zersplittert hat und die Ukraine deshalb einfach auch formal nicht Teil der NATO werden kann. Weil ein Land, das so zersplittert ist, das eigene Territorien nicht kontrolliert, das ethnische, territoriale Probleme auf eigenem Gebiet hat, ja, wie in der Ostukraine oder auf der Krim, kann nicht Teil der NATO werden. Geht nicht. Die NATO, der Beitritt ist erstmal vom Tisch. Das wissen die Ukrainer. Es sei denn, die Westukraine tritt in die NATO bei. Aber dann hätten wir das Szenario, das ich davor geschrieben habe. Das hat Putin erreicht, aber die Frage ist nicht, ob die Ukraine vom Schicksal Putins oder vom Willen Putins abhängt. Das ist auch die falsche Frage. Ich finde, die Ukraine hat es selbst nicht geschafft, sich eindeutig zu entscheiden, Teil des Westens zu werden, wie das die Eliten 2014 gewollt haben. Und der Westen hat der Ukraine ja viele Möglichkeiten gegeben.
schneller zur Demokratie, schneller zur Marktwirtschaft, schneller zur Rechtsstaatlichkeit zu kommen. Wenn man sich genauer anschaut, was in der Ukraine in den letzten 7 Jahren nach dem Maidan passiert ist, nach dem Umsturz und nach der Revolution. Ja. Es hat ja übrigens mehrere Revolutionen in der Ukraine gegeben. Nach 2005 gab es eine Revolution und danach ist die im Sande verlaufen. Janukowitsch kam an die Macht. Und deshalb gibt es in der Ukraine auch die Möglichkeit, dass nach Zelensky vielleicht wieder ein prorussischer Politiker an die Macht kommt mit den Stimmen der Ostukraine. Ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ist möglicherweise auch möglich. Gleichzeitig denke ich, dass die Mehrheit der Ukrainer doch heute den Anschluss an den Westen wollen und auch kritisch gegenüber dem Westen stehen, sagen, der Westen hilft der Ukraine nicht genug. Aber ich finde, die Ukraine hat es nicht geschafft, die Rechtsstaatlichkeit, vor allen Dingen dieses Problem zu lösen. Die Ukraine ist weiterhin korrupt. Und fragen Sie nicht mich, fragen Sie westliche Investoren. Das ist das beste Merkmal. Fragen Sie westliche Investoren, ob sie in die Ukraine gehen und warum sie dort nicht hingehen. Da kriegen Sie doch die Antwort. Und das ist die Frage. Die Ukraine muss sich selbst die Frage beantworten. Und dann hat sie natürlich das Problem mit dieser unterschiedlichen Mentalität in der Bevölkerung. Und der muss die Rechnung tragen. Also noch einmal, als Föderation stünde die Ukraine besser da. Es gibt Stimmen in der deutschen Öffentlichkeit, die davon ausgehen, dass die Militärmanöver, die Putin bzw. die Russen an der Grenze zur Ukraine und auf der Krim in den letzten Tagen und Wochen durchgeführt haben, vor allem in Blick auf die Duma-Wahlen im Herbst dieses Jahres gedacht sind, ein inneres, äußeres Säbelrasseln, Stärke zeigen und so weiter und so fort. Wie sehen Sie das? Wissen Sie, ich frage mich manchmal, wo unsere Journalisten im Westen einfach ihr Wissen und ihre Beobachtungsgabe hernehmen. Man kann das so sehen, aber glaubt Sie, der Putin würde diese Riesenmanöver an der ukrainischen Grenze machen, um was? Um in der Duma Mehrheiten für Jedine Rossija, für die Einheitspartei zu kriegen. Halt für einen Witz. So wichtig ist warum, das nicht. Warum hat er es dann gemacht? Gegen die NATO, weil die NATO parallel dazu angetreten ist, dort das größte Manöver der letzten Jahre der NATO durchzuführen. Im Baltikum, in der Nähe zu Kaliningrad, wo übrigens auch, was russisches Territorium ist, an der direkten Grenze zum Schwarzen Meer zur Krim. Und natürlich haben die Ukrainer, das darf man hier nicht vergessen, man muss ja nicht nur lesen, was in den westlichen Zeitungen steht und bitteschön, wo in anderen Zeitungen steht, auch die Ukrainer haben an der Grenze aufgerüstet und sind aufmarschiert. Und zwar bestialisch, um zu zeigen, dass sie den Donbass zurückhaben wollen. Und es war eine ganz ernsthafte Situation, wo natürlich im Westen Ängste bestanden, dass der Putin jetzt mit seiner Riesenarmee in den Donetsk einmarschieren würde. Und vielleicht auch weitergehen würde. Ich hielt das für eine falsche Schlussfolgerung und eine falsche Beobachtung. Aber gut, die NATO soll das bitte sehen, wie sie will. Aber die russische Seite hat Angst gehabt, dass hier sich der Vorfall von Saakashvili von 2008, dem georgischen Präsidenten, wiederholen würde, wo Saakashvili in die NATO wollte. Die Deutschen und Franzosen haben ihm den Beitritt nicht gegeben, nicht erlaubt. Obwohl die Amerikaner das wollten. Und dann hat Saakashvili eben in einer Nacht- und Nebelaktion die russischen Friedenstruppen in Südossetien angegriffen. Viele von ihnen ja auch umgebracht, um sich dieses Territorium wieder zurückzuholen. Aber mit dem Resultat, dass die Russen selbst schnell aus Russland in dieses Gebiet einmarschiert haben und dann 5 Tage später vor Tbilisi standen und es zum georgisch-russischen Krieg kam. Also dass die Wiederholung dessen war möglich, jetzt auch im Donbass. Und das wusste man auch im Westen. Und das hat man Gott sei Dank verhindert. Und da muss ich hier sagen, hat auch Biden eine positive Rolle gespielt. Er hat auf dem Höhepunkt dieses Konfliktes Putin als Killer bezeichnet. Und als er dann wahrscheinlich die Amerikaner gesehen haben, dass sich die Sache so zuspitzt, dass man in der Tat einen Krieg riskiert im Donbass, wo dann die Amerikaner auf der Seite der Ukraine kämpfen müssten und die Russen auf der Seite der Separatisten, hat der Biden sich kurzerhand doch dafür entschlossen, das war mutig, Putin anzurufen und zu sagen, okay, Killer hin oder her, vielleicht hat er sich auch entschuldigt, aber wir müssen uns treffen, um die Sache zu bereinigen.
Apropos Biden, Josef Biden, der neue Mann im Weißen Haus, ist ein gutes Stichwort. Was ist denn von dem in Bezug auf die westlich, sage ich jetzt mal, russischen Beziehungen zu erwarten? Also Trump war sichtlich daran interessiert, wie ich das heute sehen würde, Russland als Verbündeter gegen China zu gewinnen. Sein Hauptfeind war ganz klar China. China ist die kommende Supermacht, die Amerika herausfordern wird. Russland wird Amerika nicht herausfordern. Wo denn? Russland hat nicht diese Möglichkeiten und hat auch nicht das politische Interesse, wirklich die Amerikaner herauszufordern. Das hat Trump realistisch gesehen, deshalb wollte er sich mit Putin einigen, aber aus Gründen des Wertekonflikts, in dem der Westen mit den Russen sich befindet. Die Russen gelten eben als ein Land, das westliche Werte negiert und deshalb auch das westliche System in Frage stellt, gibt es eben eine Verschärfung dieser Konflikte. Biden steht eher auf dem Standpunkt, dass Werte wichtiger sind als Interessen. Momentan steht er noch so. Und er will ja eine Allianz der Demokraten gegen die Diktatoren dieser Welt schaffen. Wenn er das machen will und Teile der amerikanischen Elite wollen das oder stoßen in diese Richtung, wird er in einen ganz gefährlichen, einen absolut fatalen, aus meiner Sicht, Konfrontationskrieg gleich mit allen sich eintreten. Und zwar nicht nur gegen Russland, sondern gegen China, gegen Nordkorea, das bewaffnet ist mit Atomwaffen, gegen den Iran, eine Regionalmacht im Mittleren Osten ist, nicht zu unterschätzen ist, und gegen die Türkei, wo Erdogan ja auch praktisch als Diktator gilt. Will man sich mit all diesen Ländern anlegen? Das führt zur Spaltung der NATO, das führt zur Schwächung des Westens, nicht zur Stärkung, obwohl das natürlich im Westen genau andersrum gesehen wird. Deshalb denke ich, dass heute wiederum eher die Berater im Stabe Bidens überwiegen, die sagen, lass eher die Finger davon, weil der Westen da auch nicht richtig mitziehen wird. Wir müssen vielleicht auch wieder versuchen, mit den Russen über Interessen zu reden, nicht nur über Werte. Jetzt gibt es ja nicht nur im Weißen Haus einen neuen Mann, sondern es gibt mit hundertprozentiger Sicherheit auch im Bundeskanzleramt im Laufe dieses Jahres, beziehungsweise ab Herbst dieses Jahres, eine neue Frau, einen neuen Mann. Mit Sicherheit wird auch der Einfluss der deutschen Grünen auf die deutsche Außenpolitik steigen. Was erwarten Sie denn davon? Das ist noch nicht gesagt. Das sieht so aus, aber es ist noch kein Fakt. Also ich schätze, wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, dass Laschet als CDU-Kanzlerkandidat doch die größeren Chancen hat, Kanzler zu werden. Er wird den Kurs von Merkel fortsetzen. Er wird ihn sogar weniger dialogisch führen, sondern pragmatischer. Das hätte auch Söder gemacht, in Bezug auf Russland und in Bezug auf China. Laschet schätze ich als absolut europäisch ein, aber nicht so transatlantisch wie Frau Merkel. Die Frage ist nur, mit wem wird Herr Laschet dann die Regierung bilden können? Sie sagen, mit den Grünen, durchaus möglich. Dann hätten wir Frau Baerbock als Außenministerin, dann würde das Verhältnis mit Russland sehr, sehr schwierig werden. Sehr, sehr schwierig werden, weil die Grünen praktisch Russland als ihren Hauptfeind betrachten, auch ihren Wahlkampf, einen sehr antirussischen Wahlkampf führen werden. Wie man sich einigen wird in Koalitionsgesprächen, weiß ich nicht, aber der Kanzler hat doch mehr zu sagen als der Außenminister. Aber der Laschet wird ja noch eine andere Möglichkeit haben, die SPD in die Regierung zu belassen und die FDP reinzuholen. Wird auch nicht einfach, aber die SPD steht natürlich für die weitere Fortsetzung des Willy Brandt-Entspannungskurses gegenüber Russland. Die sind Erbe dieser Politik und da kann man sich vielleicht eher doch die positivere Ausrichtung einer eher Entspannungspolitik Richtung Russland vorstellen als eine Konfrontationspolitik. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, die man sich jetzt für die nächste Regierung in Deutschland vorstellen kann. Bleiben wir vielleicht doch noch mal ein bisschen bei den Grünen, weil die ja als Partei tatsächlich, Sie haben es eben gesagt, so konsequent gegenüber Russland auftreten wie keine andere deutsche Partei. Halten Sie das für zielführend, was die machen? Aus meiner Sicht nicht, aus deren Sicht ja, natürlich. Sie müssen Wählerstimmen bekommen, sie haben ein bestimmtes Europabild, die Grünen. Es ist dieser Europa als Werteclub, als Club dieser postmodernen, liberalen Werte. Und sie stehen auch sehr nah den Osteuropäern gegenüber. Sie wollen zeigen, die Grünen, wenn sie in die Regierung kommen, dass sie solidarischer sind mit den Osteuropäern, was Russland angeht, als die Bundesregierung heute.
die die Nord Stream Pipeline gegen die Interessen oder die Wünsche der Osteuropäer durchsetzt. Also die grüne Problematik ist mir klar, aber ich folge ihr nicht. Ich glaube, dass das zu einem Krieg in Europa führen kann. Wir brauchen Entspannung, wir brauchen Abrüstung, wir brauchen Interessensausgleich, wir brauchen mehr Völkerverständigung. Ich sage nochmal, obwohl das im Westen nicht so gesehen wird, es kann nicht sein, dass die Ukrainer und die Polen und die Balten uns wichtiger sind als die Russen. Es kann nicht sein, dass wir der Politik folgen, die Frau Merkel proklamiert hat vor 15 Jahren, als sie in die Macht kam. Ich werde, sagte sie, nach Russland nur über Polen fahren. Und was hat das gebracht? In Wirklichkeit ist sie nicht über Polen gefahren, aber sie hat die falschen Signale gesetzt. Wo die Russen gesehen haben, sie, die große Nation in Europa, eine der größten Nationen in Europa mit eigenen Interessen, anders als die Polen und die Ukrainer und andere viele Länder, die ja Teil der NATO und der EU sind. Die Ukraine nicht, aber nah, dürfen aus Europa nicht verschwinden, dürfen nicht herausgepresst werden, dürfen nicht in Richtung Asien isoliert werden. Sie gehören auch zu Europa. Das ist russische Interessenspolitik und russische Identität. Für die Russen ist Europa auch Heimat. Und deshalb müssen wir es schaffen, mit der nächsten politischen Generation einen Modus vivendi zu finden, um ohne Mitgliedschaft Russlands in der NATO und der EU einen Weg zu finden, einem gemeinsamen europäischen Haus zu leben. Wir brauchen dieses Haus, weil die Asiaten werden mit ihrer starken Wirtschaftsmotoren die Europäer überholen. Ich glaube nicht, dass es eine Verbesserung der transatlantischen Beziehungen so geben wird, die uns dann zurückführt in die alte Zeit, wo wir wirklich eine Schicksalsgemeinschaft waren. Wir werden auch mit den Amerikanern andere Wege gehen. Das ist normal in der Geschichte. Deshalb brauchen wir eine verlässliche Partnerschaft mit Russland. Sie wird sehr schwierig, aber ohne die bleibt Europa instabil. Sie sagen, es kann nicht sein, dass uns Russland, dass uns Polen und Tschechien wichtiger sind als Russland, aber näher, zumindest geografisch näher, sind sie uns ja. Ach, kommen Sie, das ist alles heute, Europa ist riesengroß. Schauen Sie sich doch die Weltkarte an, dieses große Russland und die viele Russen sehen in Europa den Zipfel Eurasiens. Wir sehen in Russland die große Steppe und den großen Rohstofflieferanten, wie es Russland in den letzten 500 Jahren gewesen ist. Aber angesichts der großen weltpolitischen Herausforderung und der neuen multipolaren Welt, in der wir sind, brauchen wir ein anderes Bild. Europa muss geeinigt sein und dafür müssen wir die russische Frage lösen. Die polnische und die ukrainische können wir auch lösen, die sind ja auch schon längst gelöst. Bauen wir ein gemeinsames Europa auf, aber bitte schön nicht nur auf den beiden Säulen NATO und EU. Okay, ich wollte aber eben gerade noch ein bisschen auf einen anderen Punkt raus. Und zwar nämlich das Ressentiments gegenüber Russland, gerade eben in Polen oder auch bei anderen slawischen Völkern sehr, sehr, sehr stark sind. Wir erleben jetzt gerade eine Eskalation eines diplomatischen Konfliktes mit Tschechien. Auch Bulgarien beschuldigt jetzt russische Geheimdienste an Sprengstoffexplosionen und Munitionsexplosionen beteiligt gewesen zu sein und so weiter und so fort. Wo kommt denn dieser Keil zwischen den slawischen Völkern her? Ich bin mit denen nicht einverstanden, weil ich bin ja auch in diesen Ländern. Ja? Und ich nehme als Beispiel Baltikum. Also in Baltikum hören Sie bei den einfachen Menschen, ja, und auch bei den Intellektuellen hören Sie keine Russophobie durch. Bei den Herrschaftseliten ja, aber da habe ich meistens den Verdacht, dass das so ein vorauseilender Gehorsam ist. Man glaubt, dass die Amerikaner den Konflikt mit den Russen wollen und deshalb will man sich als Frontstaaten aufspielen, um Aufmerksamkeit im Westen zu bekommen. Was Polen angeht, so muss ich auch sagen, ein großer Teil der polnischen Bevölkerung und der Menschen, mit denen ich oft zu tun habe, sind nicht antirussisch. Die mögen die Russen nicht so, weil die Russen Polen damals in ihr eigenes Reich inkorporiert haben und die polnische Teilung durchgesetzt haben mit den Deutschen zusammen, mit den Preußen zusammen vor 200 Jahren. Polen wurde ja mehrmals geteilt und ging ja immer zu Russland auch. Das hat man den Russen nicht vergessen, aber die Russen vergessen dann auch den Polen nicht, dass sie vor 400 Jahren mit dem falschen Dmitri damals einen Zahn nach Russland gebracht haben, Russland okkupiert haben. Und das ist alles Geschichte. Ich glaube, man kann sich einigen. Die Polen wollen Regionalmacht in Europa sein. Und sie haben ihre eigenen geopolitischen Vorstellungen und sie sind eigentlich genauso kritisch Russland gegenüber wie auch den Deutschen. Bloß will man das in Deutschland nicht oft sehen.
Und sie haben und gleichzeitig spielt in Polen, in baltischen Ländern, Rumänien natürlich, denke ich, der Zweite Weltkrieg, die Folgen des Zweiten Weltkriegs eine große Rolle. Man hat ja damals als bei den Polen, die Polen waren nicht anders als die Rumänen, anders als die Bulgaren, als die Ungarn keine Verbündeten Hitlers gewesen, der damals die Sowjetunion angegriffen hat. Polen war Opfer Deutschlands und Russlands gewesen, bloß Hitler wurde geschlagen, die Sowjetunion blieb für 45 Jahre in Polen. Das ist der Grund. Auf zwei Punkte möchte ich nochmal hinaus. In Anbetracht der Zeit müssen wir uns auch ein bisschen beeilen. Wenn sich ein deutsches Unternehmen auf internationalen Märkten engagieren möchte, wird es heute ja ein bisschen vor die Wahl gestellt, entweder auf dem westlichen oder auf dem russischen. Was würden Sie denn einem deutschen Unternehmen empfehlen? Nein, ein Unternehmen sollte auf alle Märkte gehen, wo es die notwendigen Bedingungen und Voraussetzungen und Rechtssicherheiten vorfindet. Na gut, aber es gibt ja Bedrohungen, sagen wir mal seitens der Amerikaner gegenüber Unternehmen. Wenn ihr euch in Russland engagiert, dann sanktionieren wir euch. Fährhafen Sassnitz, ein ganz prominentes, durch die Presse gegangenes Beispiel. Aber das gibt es natürlich ja auch in vielen anderen Spielarten. Die Frage ist, lohnt sich denn für ein deutsches Unternehmen ein Engagement auf einem russischen Markt, wenn es dafür den amerikanischen aufs Spiel setzt? Und ja, so liegen die Karten häufig. Ich weiß, dass die deutschen Konzerne vor diesem Problem stehen. Das ist ein objektives Problem. Die Amerikaner spielen falsch. Die sanktionieren natürlich und werden sanktionieren jeden, der zu nah an Russland ist. Aber amerikanische Unternehmen sind ja auch noch in Russland tätig. Nicht so viel wie deutsche, wie europäische. Also da muss man auch genau schauen, was die Amerikaner tatsächlich machen oder nicht machen werden. Im Grunde genommen, denke ich, gibt es wichtige Wirtschaftszweige, wo man mit Russland zusammenarbeiten muss. Der russische Markt ist ein Wachstumsmarkt. Die Bevölkerung, 143 Millionen, ist konsumfreudig. Das sollte man auch sehen. Der amerikanische Markt ist vielleicht heute wichtiger, aber das wird nicht immer so bleiben. Außerdem kann man über den russischen Markt auch China näher erreichen. Russland liegt praktisch zwischen China und der Europäischen Union. Russland wird als Eurasische Union eine Freihandelszone mit den Chinesen hinkriegen. Also es gibt auch Erleichterungen gegenüber China, was wirklich unser ganz wichtiger Wirtschaftspartner ist, wenn man mit Russland zusammenarbeitet. Aber das Dilemma, das Sie beschreiben, existiert für deutsche Firmen. Und wie wichtig ist die russische Wirtschaft, wie wichtig ist der russische Markt für die deutsche Wirtschaft? Nicht so wichtig wie der chinesische und der amerikanische, aber ich betone einen Wirtschaftsmarkt mit großen Wachstumsmöglichkeiten, mit einer konsumfreudigen und Bevölkerung, mit einer doch wieder wachsenden Kaufkraft nach der Pandemie. Wenn wir nochmal ein anderes Thema anschneiden, wenn wir in die öffentliche deutsche Meinung gucken, was über Russland so gedacht und gesagt wird, da spielt die deutsche Berichterstattung eine wesentliche Rolle. Welche Rolle spielen denn unsere Medien im Russlandbild der Deutschen? Bedauerlicherweise schreiben sie alle dasselbe. Ich hätte ja nichts dagegen. Es ist auch richtig, Kritik an Russland zu üben. Das soll man ja auch. Vehemente Kritik, man soll nicht einverstanden sein. Aber anders als in den 70er und 80er Jahren im Kalten Krieg, wo es dann unterschiedliche Meinungen in den Medien gab. Es gab so eine linke Presse, eine rechte Presse, sind die heute alle gleichgeschaltet. Wie gleichgeschaltet? Die sind eigentlich gar nicht gleichgeschaltet. Aber es sieht so aus, die schreiben alle dasselbe über Russland. Alles negativ, alles schlecht. Manchmal frage ich mich, ob manche Redakteure nicht zur Kriegspartei geworden sind. Die rufen, anders als die Politiker, an zum Krieg gegen Russland in Syrien und woanders. Ich finde, es gibt manchmal, habe ich das Gefühl, dass auch viele Medien vielleicht aus enttäuschter Liebe, weil man natürlich dachte, die Russen würden schneller Teil des Westens werden, hier die Russen völlig abschreiben und einen persönlichen Krieg gegen die Russen führen. Mhm. Bei manchen Redakteuren hat man wirklich diesen Anschein. Wo kommt das her? Wie ist das motiviert? Was treibt die? Beschreibe ich auch in meinem Buch. Ich habe das selbst miterlebt. Ich war selbst Korrespondent damals der amerikanischen Radiostation Radio Liberty. Wir sind mit vielen, vielen auch deutschen, amerikanischen Kollegen in Russland unterwegs gewesen, Anfang der 90er Jahre. Aber wir waren nicht als Korrespondenten und Journalisten unterwegs, nicht nur, sondern wir waren unterwegs als Politiker, als Heilsbringer, als Oberlehrer. Ja?
Journalisten wurden im Kreml empfangen von den Ministern und man hat gesagt, gibt uns Ratschläge, wie wir unsere Demokratie aufbauen können. Man hat sich plötzlich gefühlt als jemand, der mehr war als nur Redakteur oder Reporteur, sondern man erzieht Russland zu was Gutes, zu besseren Werten, zu einer anderen Zivilisation. Und nachher kam Putin und da war Schluss mit dieser ganzen Beratungsgeschichten und mit der Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft, wie das vorher abgelaufen ist. Und das wird man eben übel, Russland übel, dass man eben diese Rolle vielleicht auch nicht mehr spielt in Russland, wie man sie davor gespielt hat. Wie arbeiten deutsche Korrespondenten heute in Russland? Ich wünsche mir, dass sie objektiver arbeiten, dass sie auch zu Veranstaltungen wie zum Beispiel des Internationalen Waldeiklubs gehen, zu Veranstaltungen, die nicht nur pro-westlich klingen und wo nun nicht nur pro-westliche oder Dissidenten aus Russland antreten. Es geht nicht. Man darf das Russland nicht nur aus Sicht Nawalnys und seiner Anhänger betrachten, sondern in die Breite gehen, auch wenn das vielleicht eigenen Meinungen und eigenen Vorstellungen von Russland widerspricht. Aber das ist die Kunst und die Kultur eines Journalisten, sich versuchen einzufühlen. Als ich bei Radio Liberty angefangen habe, als junger Student, haben mir meine amerikanischen Chefs damals das Allerrichtigste gesagt. Ich studiere diese Sowjetunion, studiere den Feind, studiere zwischen den Zeilen, lese von 9 bis 5 die sowjetische Presse. Versuche zu verstehen, was sie dort wollen, was sie vorhaben. Und nachher um 5 Uhr machst du die sowjetischen Zeitungen zu und analysierst dann bis 18 Uhr dann aus westlicher Sicht die sowjetische Politik. Und das habe ich gelernt. Das habe ich gelernt, den anderen Standpunkt nicht zu akzeptieren vielleicht, aber zu verstehen. Das wünsche ich der jetzigen Generation deutscher und westlicher Journalisten auch, dass sie eben auch diese Arbeitsweise für sich in Anspruch nehmen. Wenn wir mal aus den Titeln der russischen Literatur schöpfen, die Frage, wer ist schuld, haben wir beantwortet oder zumindest tangiert. Bleibt die Frage, was tun? Was tun? Ich habe ein Rezept dafür. Erstens mal gemeinsam gegen die Pandemie vorgehen. Das ist eine Chance. Gemeinsam wieder zu sehen, wie rettet man Leben, sowohl in Russland als auch in Europa, mit gemeinsamen Vorstellungen und mit gemeinsamen medizinischen Kräften und mit gemeinsamen Vakzinen. Also kein Kampf Sputnik gegen westliche Vakzine. Zweitens, Green Deal. Europa versucht, aus richtigen Überlegungen hier eine grüne Wirtschaft aufzubauen. Wer, wenn nicht Russland, das größte Flächenland mit all diesen Klimazonen, mit all diesen Problemen, die es in Russland gibt, die aber europäische Probleme sind. Der Amazon ist weit, Russland ist nah. Wenn nicht Russland, wer soll uns dann der größte und wichtigste Partner sein? Also eine grüne Zusammenarbeit mit Russland. Das ist wichtiger sogar als Entspannungspolitik oder das wäre die neue Entspannungspolitik. Und drittens, wirklich verstehen, die richtigen Herausforderungen, vor denen wir stehen, ist nicht der Ost-West-Konflikt, der ist Geschichte, den können wir abschreiben. Der ist eine Kopie, eine arme Kopie dessen, was wir gesehen haben. Wir müssen uns auf die wirklichen Probleme konzentrieren. Der Zerfall Afrikas, Migration, der Zerfall des Mittleren Ostens, Islamismus und Terrorismus, ein aufsteigendes China, das seine Wertvorstellungen und seine Strukturen in die Welt hineinbringen wird. Und vieles, vieles andere, vor allen Dingen das Klima und das Umwelt, das uns beschäftigen wird, das, wie gesagt, mit Russland gemeinsam eingegangen werden muss. Einfach eine Konzeptveränderung, einen Mentalitätswechsel zu sehen, dass Europa doch größer ist als die EU. Und was können die Russen ihrerseits tun? Dasselbe, genau dasselbe. Und wir müssen die Russen darauf auffordern, genau dasselbe zu tun. Ein Interesse am Green Deal zu entwickeln, eine eigene Westpolitik. Die Russen können Europa nicht verlieren, nicht vergessen und sie müssen Verantwortung auch mit übernehmen, aus meiner Sicht, wenn ich das so sagen kann, weil für sie die europäische Kultur, die europäische Zivilisation seit Peter dem Großen auch eine Heimat geworden ist. Das sagen auch russische Politiker. Herr Rahr, ich danke Ihnen recht herzlich für dieses Gespräch. Gerne.